Herzlich willkommen zurück, es geht weiter mit Nerim at Fate's Edge. Ich bin jetzt hier also bei Gervarius gewesen und mir ist aufgefallen, was hier für Dekorationen auf seinen Wänden hängen. Schaut euch das an. Das ist einfach mal eine Kanone, eine richtige Kanone. Krass. Interessant, von wem? Von den Sterlingen erbaut oder was? Und hier zum Beispiel sogar das irgendeine Technologie, um richtig zu zielen und so weiter. Also wirklich krass. So, meine Mission weiterhin besteht diese darin, dass also meine Mission besteht weiterhin darin, dass ich weiterhin eine Stadtwache hier suche, und zwar den Riemann, der jeden Abend hier im Hafenviertel betet. So, kann ich das klauen? Sieht mich jemand? Außer die Kanone da? Okay. Ne, Moment. Ich will jetzt nicht übertreiben. Zurück. Also, wie komme ich denn hier jetzt raus? So, Leute. Alles gut. Wollte nichts klauen. Moment, ich schaue nochmal, was oben ist. Aha. Dann gut, eine Sache nehmen wir noch mit. Lichttrank lassen wir stehen. Warum haben die alle Lichttränke? Völlig sinnloses Zeug. So, hier sind nur Hämmer. Okay. Dann, wo geht's denn jetzt nach draußen? Nerim. Ich will aber nach Erotim. Ist es damit gemeint, dass ich jetzt im Erotim rauskomme, oder? Komme ich aus der Stadt raus? Ne, alles gut. So. Und zwar Hafenviertel sollte meiner Meinung nach, wenn man sich das Ganze so anschaut, das war Erotin Hinterhof, das war Fremdenviertel, da bin ich schon gewesen anscheinend. So, das ist der Platz der Rechtschaffenheit. Ansonsten vermute ich mal, dass hier sollte eigentlich das Hafenviertel sein. Das sieht doch wie so ein kleines Hafen aus. Wie so ein kleiner Hafen aus. Das heißt, ich muss nach Südwesten, vermute ich mal. So, also. Eigentlich dahin so. Südwesten. Interessant, dass sie hier so viel Wasser haben in der Stadt. Sauberes Wasser vor allem. Wo nichts drin ist. Bestimmt irgendwo auch was versteckt. Vielleicht sogar hier unter der Brücke, oder? Ja, sieht nicht danach aus. Schade. So. Südwesten. Wie komme ich denn dahin? Komme ich irgendwo durch? Was haben wir denn hier? Geld, Gier, das sind wir. Wir bitten Sicherheit, Vermögen, Werte, Zinsen. Aha, eine Bank will ich doch aufsuchen. Ich habe doch Anteile. So, außerdem betreiben wir das Modell der Gewinnbeteiligung an Anlagen. Ja, und ich habe welche. Also los. Die Bank von Erotin sucht dein Geld. Wo ist denn die Bank? Hafenviertel. Aha, dann ist Hafenviertel doch hier irgendwo. Gott, wie bin ich denn hier gelandet? Okay. So, Hafenviertel. Hier betet irgendwo die Stadtwache jeden Abend vor dem Grab seiner Frau. Wo finde ich denn die Bank eigentlich? So, hier verschiedene Losungen. Was? Ihr wollt es nicht? Okay. So, was wäre denn hier zum Beispiel? Hauptstadt? Hier auch verschiedene Aushänge. So, Apfelsafthändler. Was möchtet ihr kaufen? Was verkaufst du denn? Nur Apfelsaft? Alles klar. Ja, der hat tatsächlich nur Apfelsaft. Alles klar. Oh, hier, also die Bank könnte hier überall sein. So, was haben wir denn hier? Überlegenheit durch Stärke. Stärke durch Einigkeit, okay, das ist der Baratheon anscheinend. So, hier darf ich aber jetzt, glaube ich, nicht reingucken. Ich das nämlich
Oh, da essen zwei Leute auf der Bank und die andere steht vor denen und... Ah, so, hier ist also so ein kleiner Friedhof. Das heißt, jeden Abend betet er hier. Wie spät haben wir denn jetzt? Wir haben jetzt erst Mittag. Dann einen Moment. Ich schaue nur, was hier unten ist. Die machen alles so auf einmal. Die sind richtig synchronisiert. Anscheinend Mann und ein Mann und anscheinend ein Paar. So, Ricos waren aller Art. Rico! Vielleicht kann man bei Rico auch was lernen. Er verkauft verschiedenes Zeug, anscheinend auch Schmiedezeug. Was möchtet ihr kaufen? Was ich kaufen möchte. Also bei Lernen kann man bin ich schon mal nicht. Ansonsten genau. Verschiedenstes Zeug verkaufte. Habe ich denn was zu verkaufen eigentlich? Mir falschen erstmal. Ansonsten, ja, ich habe tatsächlich so Sachen, ne? Kupferamulett. So, verkaufen für 16. So, weiter falschen. Das kauft er immer noch. Okay, sehr gut. Dann ja, der Amulett. 4. Aber so. Das will er nicht mehr. Das ist immer so eine Sache. Falschen. Habe ich jetzt doch zu viel gemacht. Und? Nee. Ich hatte tatsächlich davor genau die Grenze getroffen. Tatsachen. So, ein paar Schuhe. Sonst habe ich, glaube ich, nichts mehr, was ich nicht brauche. Obwohl, so Teller, weiß nicht, was so ein Zeug bei mir macht. Schüssel. So, nur eine Schaufel, die werde ich gebrauchen. Perlen. Perlen und verschiedene kostbare Steine. Aber vielleicht werde ich die noch für irgendwas gebrauchen. Von daher, ein paar Perlen verkaufe ich. So. Gut, das haben wir. Mittlerweile wieder ein bisschen Geld, oder? Genau, schon 1300. Also ich könnte wirklich Jagdfähigkeiten lernen, wenn ich mal wieder bei der Abtei bin. So, ansonsten, hier haben wir anscheinend so eine Art Fischerei-Erotin östlicher Waffentürme. Was ist denn das? Fischhandel. Und hier wäre Merim. Was möchtet ihr kaufen? Na, du hast doch nur Fische. Ah, okay. Gekochte Sachen. Auch ich habe nun mal wirklich nichts zu kaufen erstmal. Waffentürmen. Okay, also die Bank ist anscheinend nicht in diesem Viertel. Schau nur noch kurz, also tut mir leid, aber das ist richtig interessant hier, die Stadt. Hier, Routine, Hafenviertel, Haus. Deswegen schaue ich mich hier ein bisschen um, erstmal in diesem Viertel. Aber so groß scheint es nicht sein. Ansonsten, was wäre denn da? Warum steht da ein Wachmann? Und wie komme ich da hoch? Ah, wahrscheinlich, wenn man da in die Türme... Ah, ne, hier ist ja ist eine Treppe. Ist das vielleicht der Wachmann, den wir brauchen? Ne, das ist einfach nur Stadtwache von Erotin. Östlicher Hauptturm. Da dürfen wir sogar rein. Nur kurz reinschauen. Nur mal kurz. Aha, hier trainieren die anscheinend. So eine Art Kaserne. Aha, okay. Du hast doch nichts dagegen, dass ich hier bin, oder? Der Koch. Ich habe mehrere Leute sagen hören. Okay, der hat nur so Standardrepliken. So, hier sind einfach nur verschiedene. Also tatsächlich auch Waffen. Aber ansonsten hier übernachten die anscheinend die Ritter, Stadtwache, genau. Nerim. Hafenfersen. Ansonsten
Haben die so drinnen? Gar nicht. Tja. Okay. Und dann bin ich ganz weit oben. Alles klar. Hier runter. Gut. Dann bleibt nichts anderes übrig, als bis zum Abend zu warten. Am Friedhof. So, dann ist meine Mission, die besteht darin, dass ich den Zauber Gedächtnisverändern an ihn anwende und dann sein Haus durchsuchen. So. Bedeutet, und dort den Brief finde und den mitnehme, sodass niemand weiß, dass er diesen Brief von Sanctum gekriegt hat. Also, wenn ich weiß, worum es geht, schaut euch die letzte Folge an. Dort findet ihr die Antworten. So. Auf 4 habe ich den Zauber und jetzt einmal warten. Wir haben jetzt 13 Uhr. Ah, bedeutet, warten jetzt 12, dann sollte es mitten in der Nacht sein. Wahrscheinlich sogar zu spät. Oder doch nicht. Wer bist du? Wer bist du? Wer bist du? Kommandant östlichen Wache. Betet er noch an dem Grab seiner Frau oder ist schon zu spät? Ey Leute, ganz ehrlich, ich kann die looten. Genau, uiuiui, ich habe ja eine Schaufel. Kann hier tatsächlich die Gräber, alle Gräber aufschaufeln. Da ist sogar ein Lebenstrank. Ist nicht. Weiß ich nicht, ich lasse es lieber. Ich wollte nur testen. Na gut, okay, nochmal hier. Der ist ja beleuchtet. Da ist aber nichts. So. Vielleicht in der Gruft. Vielleicht in der Gruft. Ansonsten bin ich tatsächlich zu spät gekommen, nehme ich mal an. Die Gruft, das hört sich schon wieder nach einer... Ja, Location an. Ne, Moment. Das will ich erstmal nicht. Weiß nicht, warum da so viele Skelette, Zwerge sind. Okay, ich bin anscheinend doch zu spät. Was heißt denn am Abend? So, gegen 8 oder was? Das heißt, wir haben jetzt 1 Uhr 12. Wir warten jetzt 12 Stunden. So, dann. Sehr gut. Wir haben 13 Uhr. Dann warten wir noch mal 6 Stunden. Dann werden wir so eigentlich wieder Abend haben. 19 Uhr. Wer bist du? Harald. Ja, bitte? Was kann ich für euch tun? Harald, was läufst du hier rum? Ist jemand von euch die richtige Wache? Stadtwache? Das ist ein Nein. Nein. Aber Moment, der geht schon in die richtige Richtung. Warum hat er denn keinen Namen? Ja. Er läuft vorbei. Uff. Ja, ich habe doch keine Ahnung, also... Ah, ich kann mich hier hinsetzen. Das bringt mir nichts. Ne. Ja, doch. Okay. Da kommt er. Ich sitze nur hier. Mach dir... Ja. Ich war einfach zu spät da. Steh auf, Junge. So, jetzt. Speichern. Nein, falsch. Nein. Na gut, egal. So, ich habe Rehman erfolgreich mit dem Gedächtniszauber belegen können. Nun sollte ich einen Schlüssel an mich nehmen, seinen Schlüssel. Und sein Haus nach dem Brief durchsuchen. Das Haus liegt in der Nähe des Marktviertels, gegenüber des Sees an der Kathedrale. Und jetzt ist er quasi bewusstlos und ich kann seinen Schlüssel nehmen? Nein, kann ich nicht. Hey, nimm seinen Schlüssel, Mann. Oder habe ich jetzt... Moment. Oder habe ich jetzt automatisch seinen Schlüssel genommen? Ah, was ist denn die Quest?
Nun sollte ich seinen Schlüssel an mich nehmen und sein Haus nach dem Brief suchen. Wie soll ich denn seinen Schlüssel mitnehmen? So, Marktviertel ist wahrscheinlich irgendwo hier oder so. So, Moment, ich kann aber leider ihn nicht looten, versteht ihr? Soll ich denn seinen Schlüssel mitnehmen? Hier versteckt er seinen Schlüssel auch nicht. Ist das, also ich hoffe, das ist jetzt kein Bug oder sowas. Ich hoffe einfach, dass es kein Bug ist. Und ich seinen Schlüssel automatisch genommen habe. Also, sein Haus liegt in der Nähe des Marktviertels gegenüber des Sees an der Kathedrale. Marktviertel, Kathedrale, See. Welche Kathedrale? Wo ist das Marktviertel? Fragen über Fragen. Man kann hier leider nicht so wie in Enderal reisen. Schnell reisen. Was ist das für ein Viertel hier? Da steht einfach Merim. Komme ich jetzt aus der Stadt raus, oder was? Tatsache. Da komme ich einfach raus. Ist das vielleicht Waffen von Erotin? Okay, ich komme da also an den Hafen. Also den Hafenviertel und dann einen richtigen Kaufmann Hortis Haus. Und dann nochmal den richtigen Hafen. So, Warenhaus Hafen. Ich sollte wirklich mal tagsüber hier am Hafen laufen. Was haben wir denn hier? Lagerhaus. So. Hier. Alles sogar lesbar. Erotin. Galfs Laden am Pier. Das ist sogar noch offen. Aha. Gutes Zeug. Hallo, was möchtet ihr kaufen? Was verkaufst du denn so? Okay, also vor allem Tränke, Runen. Feuerball Rang 3. Uff, 85. Na gut, ich werde das jetzt erstmal nicht kaufen, ich sowas bestimmt finden werde. Und Goldstatuen. Arkansteine. Ach, Junge, Junge, wie gerne ich deine Genesungstränke mitnehmen würde. Und da also sogar Schiffe. Auch irgendein Gebäude. Und in den Schiff können wir bestimmt rein. Unmöglich. Also erstmal nicht. Wir brauchen Schlüssel auf jeden Fall. Gut, gut, gut. Okay, wir sehen also, da ist einiges zu entdecken auf dieser Insel. Das wäre also einfach nördlich. Es ist keine Insel sogar. Okay. Ja, gut. Vielleicht, wenn ich schon mal hier bin. Da ist auch etwas Interessantes. Moment. Tut mir leid, ich muss es sehen. Wow, was ist mit diesem Vogel los? Er genießt einfach das die Levitation. An Ort, an der gleichen Stelle. Hier kann man nochmal so drum herum laufen sogar. Bestimmt irgendwelche Schätze versteckt hier. Oder auch nicht. Nee. Also, wo ich schon mal hier bin, ich vielleicht doch nochmal versuchen. Wow, 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 wow. Was ist mit dir? Hey, Helen. Du da. Kennst du dich mit Vögeln aus? Also ich meine, ja, mit Vögeln, also mit richtigen Vögeln. Verstehst du? Tiere. Ich meine die Tiere. Ich kenne mich aus. Ich habe gerade einen Vogel ganz komisch fliegen sehen. Nicht so, wie er fliegen sollte. Lass mich in Frieden. Worum geht's? Na, wie ich sagte, um Vögel.
Das heißt, genauer gesagt, um einen Vogel. Aber was für einen? Riesig ist er. Das kannst du dir nicht vorstellen. Da und dieses Mistvieh hat meine Flaschen mitgehen lassen. Ich bin Händlerin, weißt du, ich habe ein Schiff. Und bei dem Sturm gestern ist eine ganze Ladung Branntwein von Bord gegangen. Ziemliche Schweinerei. Aber kaum hatte ich jemanden gefunden, der verzweifelt genug ist, die Flaschen für eine Handvoll Geld aus dem Wasser zu holen, kommt dieses riesige, oh, was sage ich, dieses gigantische Vieh angeflogen und schnappt sich die Flaschen. Mhm. Eine nach der anderen. Ja. Ich habe noch gesehen, wie der Vogel immer nach Norden geflogen ist, hin und zurück. Und ehe man sich's versieht, war wieder eine Flasche weg. Schätze, der hat sein verdammtes Nest da irgendwo auf einem Felsen. Du schaust nicht so abgefragt aus wie die anderen Typen hier. Willst du es versuchen? Wenn du alle 8 Flaschen wiederbringst, kriegst du auch was von mir. Abgemacht, ja? Super. Dann warte ich ja darauf, dass du wieder zurückkommst. Wirklich, ich soll also suchen, wo ein Vogel sein Nest hat? Ist das Ihr Ernst? Ist das Ihr Ernst? Das ist Ihr Ernst. Im Hafen von Delatin sprach ich mit einer Frau. Sie meinte, dass einige Flaschen ihres Branntweins während eines Sturms von Schiff gefallen sind. Daraufhin hat angeblich eine riesige Möwe alle Flaschen geschnappt und in die nördliche Richtung davon geflogen. Sie versprach mir eine Belohnung, wenn ich die Flaschen finde, und Norden wäre eben dort. Es wurde also dahin. Deswegen die Vögel. Die zeigen schon mal die Richtung. Wow. Ich frage mich, was das für ein Vogel ist. Also die Quest werde ich auf jeden Fall auch machen. So, jetzt aber. Wo es weitergeht. Vielleicht noch hier kurz. Ah, hier? Wo? Hä? Mann, ich habe mich jetzt schon verlaufen. Wo war denn hier das Lagerhaus? Ah, hier. Ich versuche mal hier reinzukommen. Das ist ein Lagerhaus, kaum gesperrt. Es fällt also die ganze Zeit mit der gleichen... Mann, ein Dietrich, really? Warum habe ich nur ein Dietrich? Fährt immer mit der gleichen Geschwindigkeit runter. Warum hatte ich nur einen Dietrich, Mann? Warum habe ich immer nur so wenige Dietriche? Erotin-Hauptstadt. Aha. Geld und Gier, Bankhaus. Na bitte. Das heißt, war ja klar. Es befindet sich in der Hauptstadt. Okay. Also, dann kurz in die Bank. Dann klären wir diese Sache schon mal. Er sieht sehr ähnlich aus wie in Endra. Nur die Bankangestellten wollen nicht arbeiten. Vielleicht ist es noch zu früh. In diesem Ort kann man nicht warten. So, Mädel. Hallo. Mama. Hey. Da steht, diese Person ist beschäftigt, wollen die mich verarschen? Hallo? Wir haben 20 Uhr, vielleicht deswegen keiner da. Oh, wir warten nochmal. Geil. Das ist Nerim, Leute. Das ist Nerim. Oder passiert irgendwas? So, 8 Uhr. Also wenn ihr jetzt nicht arbeitet, dann weiß ich auch nicht. Ja. Bankangestellte Kathi. Die ist wieder beschäftigt. Was ist denn los hier? Das ist sehr schwer. Ich verstehe es aber nicht. Muss ich mich erstmal hinsetzen und warten wie in einer... Ah, da kommt ja jemand. Ah, okay, der war noch nicht zur Arbeit gekommen, Leute. So, Rodriguez. Guten Tag, willkommen in unserem Bankhaus. Möchtet ihr ein Konto bei uns eröffnen? Das ist kostenlos und ein Schließfach bekommt ihr gratis dazu. So, Konto eröffnen würde ich sagen. Sehr schön, das geht ganz schnell. Ihr bekommt ein Konto und ein Schließfach in unserem Haus. Schließfach trägt die Nummer 2222. Ihr könnt jederzeit Geld auf euer Konto einzahlen und es wieder abheben. Natürlich bekommt ihr Zinsen. Ich muss euch aber darauf hinweisen, dass der Zinssatz schwankt, je nachdem, wie sich unsere Wirtschaftslage gestaltet. Logisch. Dafür sind eure Wertsachen hier so sicher wie nirgendwo sonst. Glaubt mir, hier hat sich noch kein Einbrecher reingetraut.
Gut, damit sind die Formalitäten erledigt. Willkommen in der Bank von Erotin. Gut, pass auf, ich möchte etwas einzahlen. Aber gerne, wie viel Geld möchtet ihr einzahlen? Und zwar, ich habe doch irgendwo die Anteile bekommen. Wo sind die denn? Ich kann wirklich nur einzahlen. 250. Na gut, dann zahle ich mal 250 Goldstücke ein. Der sagt einfach nichts dazu. Okay. Ich möchte zu meinem Schließfach. Ich möchte etwas abheben. Nee, Moment. Schön, euch wiederzusehen. Wie kann ich euch helfen? Ja, lange nicht mehr gesehen. Ich kann ihm leider die Anteile nicht geben, die ich bekommen habe. Etwas abheben. Ich möchte zu meinem Schließfach. Sehr wohl. Ich öffne euch die Tür. Geht einfach die Treppe hoch und dann geradeaus den Gang entlang bis zur letzten Kammer. Euer Schließfach befindet sich auf der linken Seite. Mhm. Ah, okay. Interessant. Kann ich irgendwas mitnehmen? Leider nicht. So. Na, ich habe ihn jetzt nicht zugehört, wo mein Schließfach sich befindet. Sehr schwer. Irgendwann werde ich hier alles looten. Eine Holztür. Das steht hier einfach. Was habt ihr denn hier, Leute? Und es geht nach unten. Erotin. Steuereintreiber. Katjes Haus. Kann ich nicht öffnen, weil ich keine Dietriche habe. Aber also es gibt hier noch so viel zu entdecken. Hier sind die Schließfächer. Ich brauche 2222. Das wäre dann hier. Okay. Die anderen sind unmöglich. Also. So, öffnen. Wow, das ist richtig krass. Hier liegen dann meine Sachen. Das Gold, das ich angezahlt habe. Und. Ah, die sichere Truhe. Aha, okay, nice. So, wieder schließen bitte. Ich will wieder schließen. Ich hoffe, das schließe ich von alleine. Was haben wir hier? Gut, die anderen kann ich nicht öffnen. Nur wenn ich die entsprechenden Schlüssel habe. Was haben wir hier? Weitere Fächer. So, okay, ich werde irgendwann, wird sich rausstellen, dass der Typ da, der Steuerantreiber, irgendwelche komischen Sachen treibt. So, hier ist sehr schwer, da komme ich nie rein. Gibt es bestimmt Sachen zu holen. Ah. Müsste wirklich meine Fähigkeit, Schlösser zu knacken, lernen. Schön, euch wiederzusehen. Wie kann ich euch Wieso helfen? Kann ich Ihnen meine Anteile nicht geben? Also nochmal einzahlen. Aber gerne. Wie viel Geld möchtet ihr einzahlen? Ich kann Ihnen nur Geld einzahlen. Nur Geld einzahlen. Alles klar. Ich gebe auf. Auf Wiedersehen. Ja, auf Wiedersehen. Vielleicht ist es irgendwie automatisch passiert. Vielleicht so oder so. Ich weiß es nicht. Also Anteilscheine. Ich meine die ganze Zeit Anteilscheine. Ich habe die in der letzten Folge erhalten, weil ich so einer Frau geholfen habe. So, Waffenschmied. Oh, hier ist so viel. Hier gibt es so viel. Was ich aber suche, ist Marktviertel. Alchemie-Sachen. Was wäre denn hier? Hier wäre Blechbüchsen. Was? Wahrscheinlich ein Rüstungsverkäufer, genau. Genau. Und der ist jetzt oben, oder was? Hallo. Na gut, wenn er nicht da ist. Aber hier ist nichts. Okay. Was sind denn die Leute hier immer? Warum arbeiten sie nicht einfach? Warum gehen sie nicht einfach zur Arbeit? Da liegt ein Besen in so einem 5 Gold. So, ich habe mich verbessert, Athletik verbessert, okay. So, hier wären
Runenverzierte Eisensachen. Okay, ich frage jetzt nicht, wo der Verkäufer ist. Der kommt wahrscheinlich irgendwann zur Arbeit. Ist das denn jetzt das Marktviertel? Ich weiß es nicht. Irgendeine Kathedrale. Da. Das ist doch die Kathedrale, oder? Nee. Das heißt doch... Das war's, oder? Genau. Das Haus liegt in der Nähe des Marktviertels, gegenüber des Sees, an der Kathedrale. Und es wird nicht an der Karte angezeigt. See an der Kathedrale. Ist das? Unmöglich. Uiuiuiui. Statue des Königs, ein Bettler, ein Barde. Das ist die Kathedrale, ich weiß es nicht. Sieht mir aus wie die Burg, wo der eigentliche Herr dieser Stadt sitzt. Haltet ein! Niemand darf ohne Erlaubnis den Palast betreten. Okay, Junge, ich dachte, es ist die Kathedrale, beruhig dich. So, aber war ja klar, das ist ja die Burg. So, was haben wir hier? Routine-Kaserne. Kasernenhof. Ah, da. Na bitte, Mann. Da ist die Kathedrale. Gegenüber dem See an der Kathedrale. Das ist der See. Und das ist ein Haus, oder was? Ja, Tatsache. Tür geöffnet mit seinem Schlüssel. Das heißt, den Schlüssel haben wir automatisch genommen. Was zum... Was sucht ihr denn hier drin? Scheiße! Verdammt, was wollt ihr von mir? Ja, verdammt, ich hätte nicht im Haus sein dürfen, aber... Aber das Haus gehört auch nicht euch. Ich habe auch gar nichts geklaut. Nichts. Nur einen Brief. Vielleicht kann ich damit was rauspressen. Oh Junge, den Brief... Was rede ich da eigentlich? Den Brief brauche ich. In Riemanns Haus erwischte ich einen Einbrecher. Er stammelte etwas von einem Brief und floh. Ich darf ihn nicht entkommen lassen. Das gibt's doch gar nicht. Der flieht wirklich. Hey! Hey! Warum bin ich so langsam? Naja, natürlich bin ich langsam. Ich habe eine schwere Rüstung. Jo. Was zum... Nee, okay, warte. Das geht so nicht. Ich zieh mich jetzt aus. Ich zieh mich einfach aus. So. Hose. Weg. Stiefel weg. So. Komm zurück! Warum ist der denn so schnell? Das gibt's doch gar nicht. Ich habe auch keine Zauberei oder irgendwas, was mir helfen kann. Was mich schneller macht. Bleib doch mal stehen! Nein, falsch! Ah. Junge, wo rennst du denn hin, Mann, ey? Richtiger Prince of Persia. Mann, was, warum kann ich das denn? Zu wenig Mana, really? So, ich habe Mana-Tränke. Die nehme ich jetzt mal 4. Komm zurück! Sag mal, ist das dein Ernst? Alter, was ist denn los mit diesem... Der wartet sogar kurz auf mich. Der lacht mich aus. Der denkt sich so, ich warte kurz. So, okay, Junge. Das ist jetzt aber lächerlich. Du sollst jetzt wenigstens nicht auf... Hinterhof. Er hat mich zu seinen Kumpeln hingebracht, oder? Die werden mich jetzt angreifen hier. Das ist doch nicht dein Ernst! Abwasserkanäle! Oh, Mann. Okay, was ist denn jetzt, Junge? Ich gebe auf. Ihr habt gewonnen. Aber bitte verpfeift mich nicht bei der Wache. Bitte! Was hat er dann seinen Hals? Ihr, ich bin Eterna. Die würden mich nicht einfach einsperren, sondern kurzerhand umbringen.
Ihr wisst doch, wie sie über uns Eterna reden. Wäre ich ein Mensch, würden sie sagen, er sucht nach Essen und ist deshalb eingebrochen, in den Kerker. Erledigt. Doch ich bin Eterna. Und deshalb sagen sie, er plündert und mordet, legt ihm einen Strick um den Hals. Bitte, ich habe durch den Krieg meine Familie und mein Haus verloren. Und von irgendwas muss ich ja auch noch leben. Ich bin kein Verbrecher. Ihr habt etwas in dem Haus gesucht, nicht wahr? Ihr wart nicht zufällig dort. War es dieser Brief hier? Wart ihr hinter ihm her? Dann gebe ich ihn euch und ihr verpfeift mich nicht, alles klar? Und wenn ihr Wort haltet, dann zeige ich euch noch etwas, das euch interessieren dürfte. Ja, das, was du da an deinem Hals hast. Ich habe kein Mitleid mit Dieben. Wisst ihr was? Ich sage abgemacht, weil ich will keine Quests verpassen und die Quests hier in dem Spiel sind richtig geil. Von daher. Großartig, danke. Hier, da habt ihr den Brief. Und ich habe gesagt, ich zeige euch etwas. Nun, es ist ein Versteck. Hier in den Kanälen. Ich gehöre zu einer Gruppe Ausgestoßener, die versucht, am Rande der Gesellschaft zu überleben. Wir verbergen uns hier unten, weil die Wachen uns ohne Umschweife töten würden. Wie ich sagte, wir sind Eterna und nirgendwo gern gesehen. Im Versteck gibt es einige begabte Leute, die euch sicherlich etwas beibringen oder Magier. Mit euch handeln können. Los, kommt! Ich führe euch hin! Ist das so eine Art Diebesgilde für Arme hier oder so? So, ich ziehe mich mal wieder an. Das muss ausgesehen haben. So ein Nackter rennt einem Eterna hinterher. So, der zeigt mir also deren Versteck. Uiuiuiui. Warte. Junge, da sind Goblins oder so. Bist du sicher, dass wir da hin sollen? Sag mal. Will er mich in den Tod bringen oder so? Du, da sind Goblins. Boom. Was? Wie viel Schaden das gemacht hat? Okay. Kanalgoblin. Halt. Bisschen Rattenfleisch. Geschlafen haben sie hier. Oh, Dietriche. Unsichtbarkeit. Okay. Haben sich ja so einfach nur zwei Goblins hier eingenistet. Nun, der spaziert einfach durch. Dem ist egal. Ist schon interessant. Abwasserkanäle unter der Stadt. Die kamen da einfach durch. Was ist denn damit? Muss man da nicht dran drehen oder so? Aha. Da öffnen sich noch weitere Möglichkeiten. Werde ich mir merken. So. Ja, die werde ich doch nie im Leben finden, deren Versteck hier. Okay, die haben wirklich Angst vor den Wachen. Die sich so krass versteckt. Und wollen. Da geht es ja noch weiter. Und da sind seine Kumpels. Natürlich Eterna, also Elfen, Magier und Bogenschützen. So, wir haben das Lager der Diebe in der Kanalisation von Erotin erreicht. Tatsächlich eine Diebesbruderschaft. Da sind wir. Das Versteck der Diebesbruderschaft. Alles Leute hier unten, denen das Leben und der Krieg übel mitgespielt Interessant. Haben. Einige hier verkaufen Utensilien, etwa Dietriche. Und andere können euch eine Menge beibringen. Dietriche! Schlafen könnt ihr hier natürlich auch. Ach ja, und eins noch. Ich habe meinen Teil der Abmachung erfüllt und euch den Brief gegeben. Nun müsst ihr den euren auch einhalten. Kein Wort zu niemandem, verstanden? Oh, ich werde mir Dietriche kaufen und dann in der nächsten Folge das Lagerhaus am Hafen looten und dann nach Norden gehen, wie ich wollte, um diese Quest mit den Vögeln zu machen.
Und da im Norden gibt es bestimmt sonst noch was Interessantes zu entdecken. So, aber das alles gibt es dann in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Ciao.